Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der letzten Folge haben wir eigentlich nur Fettdialog gehabt, erfahren, dass Reptane und Zwirfinst aus der Zukunft kommen und jetzt stellt Zwirfinst Reptane eine Falle, damit er das letzte Zahnrad der Zeit nicht bekommt. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, das ist anscheinend wirklich komisch programmiert gewesen, als auf einmal Plauderguy begonnen hat, diesen komischen Ausruf zu machen, den sonst nur Knuddeluff macht. Das ist aber auch im Original so. Das hat nichts mit einem Emulator-Bug oder so zu tun. Also, verstehe ich nicht. Machen wir weiter. Und so machte sich Zwirfinst mit Zelfe, Vesprit und Turbitz auf den Weg zur Kristallhöhle. In der Zwischenzeit sind die anderen Pokémon damit beschäftigt, das Gerücht zu verbreiten, dass Turbitz und die anderen das Zahnrad der Zeit versiegeln wollen. Was die Pokémon der Knuddeluff-Gilde angeht. Das ist unsere Situation. Ist alles geklärt, es arbeite hier! Ja, wir wollen, dass ihr das Gerücht so weit wie möglich verbreitet, aber übertreibt es nicht, damit Reptane keinen Verdacht schöpft. Verhaltet euch natürlich! Und ich weiß, dass ihr das nicht könnt. Wir werden sterben! Ah ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, verbreitet das Gerücht. Das ist zumindest für ein paar Tage eure Aufgabe. Das ist alles. In Ordnung, Pokémon! Arbeiten wir! Hurra! Na dann. Oh, ihr zwei macht auch Jobs. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Die Bonus-Episode Das Auweia des Tages wurde freigeschaltet. Das ist schön für die Bonus-Episode. Na, dann gehe ich mal kurz mein Equipment checken. Ich will eigentlich in dem Let's Play hier schon einfach storybasiert sein und nicht irgendwie Fettränge pumpen und sowas. Deswegen denke ich, mache ich einfach ein paar kurze Missionen und leichte. Ich denke, ich müsste genug Geld dabei haben. Falls der Reptile nicht bald gefasst wird, werde ich nicht mehr schlagen. Lagern wir unsere Scheiße. Der Knopf war der, den ich gesucht habe. Also, wir haben... Die schmeiße ich hier rein. So viele Sinelbeeren brauche ich nicht. Belebersamen lasse ich mal da. Kann ich nicht mal lagern? Na, danke dafür. Oh Gott, warum leckt's wieder so extrem gerade? Einen Moment bitte. Ich habe jetzt zumindest noch mal das letzte Programm, das ich im Hintergrund offen hatte, geschlossen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch brauchen sollte, deswegen... Außer Belebersamen. Ach, ist es dein Ernst? Ich habe echt Angst, dass ich wieder in die typische Mystery Dungeon Situation komme. Jedes Mal. Ich hatte es immer. Immer beim Finale eines Mystery Dungeon Spiels. Hatte ich viel zu wenige Belebersamen und es war fucking hardcore. In Portale in die Unendlichkeit hatte ich irgendwie, ich glaube, ich hatte für den gesamten letzten Dungeon einen, den hatte ich nach dem zweiten Teil, weil der Dungeon dreiteilig war, verloren. Dann musste ich irgendwie drei Bosskämpfe inklusive dem Endboss ohne machen. Das war leicht
crazy. Vor allem war der Endboss nicht mal der schwere Boss dabei. Es gab einen, der war viel schwerer, aber ich will jetzt nicht gerade die Story spoilern oder so. Mystery Dungeon Team Himmel. Wer das letzte Let's Play gesehen hat, weiß da auch, was abgegangen ist. Vor allem im letzten Dungeon, Alter. Monsterraum, Alter. Im Spawnraum. Der hat mich vernichtet. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich dieses Mal besser damit umgehen können werde. Aus dem einfachen Grund, ich denke schon, dass ich vor dem Finale noch Ladungsstoß bekommen werde. Eine Attacke, die alle Gegner auf einem Screen trifft. Das klingt nach einer Mission von genau meinem Niveau. Gibt's in der Strandhöhle hier noch was? Ich rechne keinesfalls damit. Hier sind eigentlich nicht so einfache... Nee, Feuchtklippe. Ja, vor allem Stoluni. Was für Pokémon manchmal bei den ganz kranken Missionen bei der Ganovenjagd dann sind. Hab ich noch irgendwas von der Strandhöhle in der Bring mir das Item Schlafsamen. Lass mich raten, das war eins der Slimer. Werd ich ja sehen. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Schlafsamen, denke ich, habe ich nicht dabei. Sehe ich das richtig? Oh, wie bin ich da nur drauf gekommen? Ich könnte hier glatt bei... Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall bin ich Wahrsager. Ein Scheißdreck will ich lagern. Also Fragezeichen, ey, ich meine... Schlafsamen. Ein einziges Mal. Wetten, irgend so ein Kackvieh in der Strandhöhle kann jetzt gleich Käferbiss, was ein Item aus dem Inventar wegfrisst und erwischt den Schlafsamen. Dann muss ich aber ganz weit los. Das ist mir im Portal in die Unendlichkeit schon passiert. Das ist mir schon passiert, also. Ich würde es nicht ausschließen. Okay, das Ding hätte Potenzial, Käferbiss zu können. So, erste Zielebene. Ich will eben, wie gesagt, in der Story dann auch schnell vorankommen. Eine ganz schlaue Frage. Ich hasse mein Leben! Warum bin ich zu unfähig? Ich bin zu unfähig für die Strandhöhlenmissionen. Warum bin ich hier? Warum let's play ich dieses Spiel? Gott, ich sollte vielleicht die Jobs auch annehmen. Oh. 2,5 Jahre später. Bist noch wach, Münter. Ich muss schon sagen, heute gab es viele Überraschungen. Als der große Zirfinz sagte, dass er aus der Zukunft kommt. Das war irre. Zirfinz hat Reptan aus der Zukunft bis in unsere Welt verfolgt. Er ist gekommen, um den Typen zu fangen. Und dann mit zurück in die Zukunft zu nehmen. Darum ist er dafür verantwortlich, dass Reptan geschnappt wird. Wir müssen Zirfinz vertrauen. Und weißt du, was auch eine klasse Überraschung war? Dass du zu blöd warst, die Jobs anzunehmen. Was machst du eigentlich hier und warum bin ich nicht die Leitung in diesem Team? Ich meine, ich sehe keine Seen, die 2 Meter neben mir sind.
Aber so blöd bin ich mal ich. Aber um ehrlich zu sein, will ich Reptant schon selber gern fangen. Aber der Aufgabe bin ich nicht gewachsen. Letztendlich müssen wir uns auf Zwierfinst verlassen. Schmünzer, du schläfst wohl schon. Ich sollte besser auch schlafen. Das heißt, ich habe jetzt wieder mal Selbstgespräche geführt. Ich kenne da auch jemanden, der hockt sich immer nur von Computer, spielt Videospiele und führt Selbstgespräche. Das lädt er dann ins Internet hoch und fühlt sich, als hätte er Fame. Ich weiß gar nicht, von wem Fragezeichen-Man redet. Ich bin Fame. Es wäre toll, wenn Reptan bald geschnappt wird. Gute Nacht, Schmünzer. Zwar im Ernst, wenn man das so bedenkt, ist YouTube eigentlich so ein richtig hobbyloses Hobby. Und das habe ich gerade nicht gesagt, oder? YouTube ist schon hart hobbyloses Hobby. Wahrscheinlich. Oh Gott, ich habe das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Egal wie ich drauf bin, sobald ich eine Aufnahme Team Himmel anschmeiße, bin ich vollkommen übermotiviert. Emso ist der Stand der Dinge. Wir haben nicht gehört, ob Reptan schon gefasst wurde. Hey, geht's fast mit unseren Freunden gut? Keine Ahnung, hoffen wir das nicht. Ja, trotzdem machen wir jetzt weiter. Arbeitet! Ihr macht Jobs. Und zwar diesmal wirklich. So. Ausüben. Gibt's was Neues in der Strandhöhle? Okay, damit ich es nicht vergesse, muss ich mir das jetzt selber vorsagen. Ausüben. 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 Ich übe diesen Job aus. Genau. Dankeschön. Das finde ich eine gute Sache. So. Das ist wieder geil heute. Ich habe auch wieder die beiden Folgen hintereinander aufgenommen, deswegen auch noch jetzt von der letzten Folge klasse drauf. Hoffen wir, dass der Keck heute einen Belebersamen hat. Und wenn ich von Kecks rede, wisst ihr alle, wen ich meine. Ehre. Ehrenkeck. Übrigens, eine Frage. Bin ich eigentlich blöd? Ich muss das mal kurz nachgucken. Tatsache, Spike Chunsoft, ihr habt fett gefailt. In der letzten Folge an die große Ansprache von Zwierfinst erinnert man sich hoffentlich noch. Zu der alle Pokémon in der Gegend kommen sollten. Horn, du bist kein Horndi, du bist ein Wampel. Wo warst du? Dieses Wampel war nicht bei der Ansprache. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Es war einfach nicht da. Haben die vergessen, das da einzubauen oder was? Gott. So. Ich übe die Jobs aus. Und jetzt gehe ich in diesen Dungeon. Hau eine lebende Muschel kaputt und gehe in die zweite Ebene. Sch-
schön für dich, dass du im Lehm suhlst, du Keck. Da unten rechts muss ich offensichtlich Anorit hinbringen. Zu dem Rihorn. Nein! Ja! Ziegelbeere! Open Salami! Was ist los mit mir? Ich bin zu gut drauf! Nächste Zielebene. Hier will jemand... Letztes Mal, als ich hier war, weiß ich noch. Ich habe auf der 4. Ebene Schlafsamen gefunden. Dieses Mal habe ich extra dran gedacht, welche einzupacken. Und jetzt finde ich direkt auf der Ebene Schlafsamen. Porenta, du Haufen. Du nimmst jetzt diese Schlafsamen und verpiss dich für immer! Bitte! Komm nie wieder zurück! Mal im Ernst, diese Mission habe ich locker irgendwie... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, die wievielte Folge das hier ist. Wäre jetzt scheiße, wenn ich... Nee, aber wir haben locker über 30, also seit 20 Folgen habe ich die Mission vermutlich schon. Doch, das hier müsste die 33, 34 oder so sein. Bevor ich mit dir rede, will ich gucken, was das hier ist. Plosiv und Plosiv, na toll. Ich habe die Missionen geschafft. Ich habe sie angenommen und geschafft. Ich hätte jetzt rein theoretisch auch Nein drücken können und da oben durch die Treppe gehen. Hätte einen riesen Unterschied gemacht. Vor allem durch die Treppe. Ja, 150. Ein Gelbgummi. Oh, der ist schön für Shinux. Also Schmünter. 15 leckige Punkte. Das hat aber ganz schön gedauert. Und ich gebe euch trotzdem eine geile Belohnung. Fragt nicht warum. Belebersamen. Ehrenente. Oh, als ob der mir echt einen Belebersamen gedrückt hat. Nächster Tag. Also nach dem Abendessen. Ein Tag ist nichts ohne das dazugehörige Abendessen. Weiter, heute dürfte es keinen Dialog geben, oder? Auf jeden Fall gibt es wieder 3,5 Stunden Black Screen. Doch. Hör mal, Schmünzer, wie es wohl Turbo zu seinen Freunden geht. Glaubst du, dass sie gerade gegen Raptank kämpfen? Beim Gedanken kann ich gar nicht schlafen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, kommt einem alles so seltsam vor. Ich meine, Pokémon mit Internetverbindung? Ob sowas wirklich möglich ist? Stimmt, es ist schwer zu akzeptieren, dass ein Pokémon Internetverbindung haben könnte. Da fällt mir ein, dann habe ich noch gar nicht gedacht. Die zukünftige Welt, aus der Zwirfinst und Raptank kommen. Wie sie wohl ist, ist die Zukunft wie die Gegenwart? Ist es eine friedliche Welt? Ja, morgen müssen wir wieder früh raus. Ich muss mich zwingen einzuschlafen. Ich lass mich einschläfern. Gute Nacht. Morgen gehen wir. Jetzt wacht auf, ihr Penner! Moin. Immer mehr, ich sag irgendwie in letzter Zeit immer Moin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich komme nicht aus Norddeutschland. Das weiß man eigentlich als
regelmäßiger Zuschauer meines Kanals. Ich komme nicht. Wer steht normalerweise nochmal da rechts neben? Fragezeichen, Man. Und warum ist er nicht dick da, oder? Nee, hä? Oder? Also, die Gilden... Nee, Bivica steht da vorne, hä? Mir fällt nur Dick da ein, der hier nicht ist. Was die versuchte Festnahme von Reptil angeht, wir warten immer noch auf Infos. Ich weiß, dass ihr es nicht erwarten könnt, aber... Arbeitet! Oh, darum ist Dick da nicht da. Was ist das für eine Sirene? Alarm! Alarm! Wachtmeister Magnetino ist da. Dies ist eine Nachricht von Oberwachtmeister Magnezone. Wir freuen uns, diese Nachricht überbringen zu können. Reptane wurde gefasst. Ich dachte, ich müsste noch einen Tag Mission machen. Endlich! Donnerwetter, Reptane wurde geschnappt. Ja, er hat's geschafft. Das ist nicht alles. Reptane wurde vom großen Zwirrfinst gefasst. Von wem sonst? Wer ist denn sonst da hingegangen, um ihn zu Wie er uns mitgeteilt hat, wird er mit Reptane in die Zukunft zurückkehren. Zwirrfin? Er geht nach Hause. Er geht nach Hause telefonieren. Ah, nee, warte, falsch. Wie soll das gehen? Ich habe nicht behauptet, dass ich das weiß. Ich bin nur ein lebender Magnet. Aber wie ich gehört habe, werden sie durch einen Tunnel reisen. Ich glaube, er wohnt in den Alpen. Oder er hat es dimensionales Loch genannt. Soweit ich weiß, hat er auf dem Hauptplatz der Stadt ein dimensionales Loch geöffnet. Zwiffins sagte, dass er sich gerne verabschieden würde, bevor er geht. Boah. Wieder mal frühmorgens beim Aufnehmen. Das heißt für mich Ferien oder Wochenende im Moment. Nee, es ist nicht Wochenende, wir haben Freitag. Ferien oder Wochenende, frühmorgens auf Deutsch 23:30. Also jetzt nicht am Abend. Deshalb hofft er, dass ihr zum Platz von Schatzstadt kommen werdet, um ihn ein letztes Mal zu sehen. Hey, kein Bock. Ich meine, Beeilung, wir müssen nach Schatzstadt. Die Gilde steht in Schatzstadt, Digga. Du bist schon in Schatzstadt. Nur nicht auf dem Hauptplatz. Es sind alle schon da. Hey, ich seh's, wir find's nett. Was ist das? Das ist ein dimensionales Loch. Dimensionales Loch? Ach so, das hat Magnetio vorhin gesagt. Donnerwetter, das ist es, das sieh sich mal einer an. Wenn man da reingeht, bringt's einen also in die Zukunft. Vorsicht! Geht nicht zu nah ran! Wenn ihr es berührt, werdet ihr sofort in die Zukunft befördert. Seid bitte äußerst vorsichtig. Hey, Selfie, Wespe, ein Turbos ist auch da. Dich gibt's auch noch. Hi, Fragezeichen, Man. Es hat eine Sicherheit, bin ich froh. Natürlich. Hat der Plan funktioniert? Ja. Ich muss wirklich sagen, dass der Plan von Zwirrfinst einwandfrei funktioniert hat. Reptane wird gefasst. Und wir haben die gestohlenen Zahnräder Zeit wieder. Ja, großartig. Zwirrfinst müsste gleich hier sein. Oh, wer ist denn das? Sicher nicht Zwirrfinst. Natürlich ist es Zwirrfinst. Wer sonst? Hier kommt der große Zwirrfinst. Jetzt Platz machen. Du stehst doch am meisten im Weg. Das... Ist das Reptane? Er sieht wirklich wie ein Spaten aus. Jetzt mal im Ernst. Wenn man das mal ganz neutral sieht. Wer von denen sieht am wenigsten asozial aus? Genau, Reptane. Ich meine, man hat da zwei Zobiris, ein Zwirrfinst und ein Reptane. Wer davon sieht asozial aus, laut Krakelo? Reptane. Okay. Pokémon, ich darf euch eine wunderbare Neuigkeit überbringen. Endlich gibt es neues Spielzeug im Happy Meal. Ich meine, Reptane wurde gefasst. Dies war nur dank eurer Hilfsbereitschaft und Kooperation möglich. Ich kann euch nicht genug danken. Warum klingt Klatschen immer wie Feuerwerk?
Ihr seht es, Reptane. Ein gemeines und hinterhältiges Pokémon. Mann, ernst. Das ist jetzt komplett vorurteilsbasiert. Wie soll man einem Pokémon ansehen? Ob es gemein ist oder nicht. Okay, bei Pokémon geht das schon eher. Bei Menschen wäre das jetzt vor allem. Wenn er nicht gerade mit einer Kalaschnikow und mit einer Maske in die Bank rennt. Was war das jetzt eigentlich für ein Scheiß? Was war das für eine Aussage? Das ist eine potenzielle Szene für den dritten oder ich mache vielleicht als vierten Teil und als dritten Laber-Video meines Abo-Specials. Potenzielle Szene für dieses Projekt. Nach seiner Festnahme sollte in eurer Welt für lange Zeit Frieden herrschen. Wie es aussieht, haben sie Reptane geknebelt. Er kann kein Wort sagen. Aber ich habe auch eine schlechte Neuigkeit. Es ist an der Zeit für mich, in die Zukunft zurückzugehen. Und wo ist das schlecht? Halt's Maul! Lebt wohl. Ich muss euch nun verlassen. Oha, die Musik ist cool. Die kannte ich gar nicht. Die soll ich mir merken können, um Musik fürs 3. Aber ich muss echt mal gucken, wie die heißt. Ich habe einige Tracks, die ich mir hin und wieder privat anhöre und dann auch für Videos benutze. Da könnte ich den einreihen. Oh, es stimmt also. Ey. Dann mach mich ganz melancholisch. Ich kann nicht reden. Ich wollte nur so viel von dir lernen, jawohl, ja. Selfe Vespri Turbuts. Ich vertraue euch die Aufgabe, es zu Ende zu bringen. Hallo, ey. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Wir wissen Bescheid. Wir haben die Zahnräderzeit wieder. Wir werden sicherstellen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Das ist eure Aufgabe. Vielen Dank für alles. Du hast uns wirklich alle gerettet. Ach was. Du warst sehr freundlich und hilfsbereit dafür, dass du nur ein Klumpen Metall bist. Ich hoffe, dass du weiterhin für die Sicherheit dieser Welt sorgen wirst. Ja, darauf kannst du dich verlassen. Nun, es ist leider an der Zeit. Hui! Pokémon, es tut mir im Herzen weh. Ich hasse traurige Abschiede. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Genau, Plaudergeil. Aber ich fand, die Synchronisation gerade ist mir gut gelungen. Oh ja. Bevor ich gehe, muss ich noch zwei Pokémon sehen. Fragezeichen-Man und Schmünter. Das sind wir! Nee! Echt? Ich dachte, das wäre wer anders. Gehen wir zu ihm. Sehen wir also wirklich Abschied, Zwirfins. Du hast so viel für uns getan. Danke, wirklich. Nun, dies ist der Abschied. Oder auch nicht. Was? Es ist noch zu früh, um sich zu verabschieden. Ja? Ihr zwei kommt mit mir. Hui! Meine Güte! Fragezeichen, Mensch, Münzer. Tschüss. Bitte was? Was ist gerade passiert? Tja. Ah! Und an dieser Stelle endet die heutige Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Die Story kriegt ihre ganz große Wendung jetzt, den Höhepunkt so ziemlich, bevor es in Richtung Finale geht. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was weiterhin passiert, dann lasst doch ein Abo da. Oder wie andere YouTuber zu sagen pflegen, den Spruch habe ich jetzt irgendwie geklaut. Ich weiß nicht warum. Abonnieren, Socken inhalieren, Glocke aktivieren, Like, da lassilieren. Ciao. Den mache ich jetzt immer.